Willkommen zurück zum weiteren Part beim Das Ende des Beichtvaters. Letzte Folge haben wir ihn schon besiegt. Und da muss ich sagen, das war nicht gerade so einfach. Und jetzt müssen wir, ihr betretet Caudecos Gemächer. Wir haben hier noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die ich weiß nicht, ob wir die wirklich bekommen. Cool wäre es natürlich, aber wir lassen uns mal überraschen. Oh, hallöchen. Schön, euch hier zu sehen. Ne? Hätte euch ja gar nicht hier wieder erkannt. Das sind wahrscheinlich noch so die letzten Überreste vom weißen Mantel, die sich hier versteckt haben. So. Wie gesagt, ich meine, man hat hier irgendeinen Erfolg, den man machen kann, indem man die ganzen Briefe holt. Ich weiß gar nicht, ist das eins der letzten Zimmer von dem? Hallo! Ja, klar. Das ist sein Zimmer nie, ne? Also ich bin jetzt auch nochmal auf die andere Seite gegangen und dann habe alle vier, alle sechs Türen sind es, glaube ich, zwei, vier und da vorne sind es nochmal sechs Stück aufgemacht, weil jetzt habe ich da nur ein wo ist denn dieser Stern? Ist das eines der unteren Zimmer? Gehen die Türen vielleicht auf? Ich verstehe nicht, wo dem sein blödes Schlafzimmer sein soll. Ist das hier oben vielleicht? Oh, ah, okay. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Also wir hätten gar nicht ringsrum laufen müssen, sondern einfach nur hier rein. Okay. Gut zu wissen für die Zukunft. Vielleicht, weil wenn er dachte, wisst ihr was? Wir sollten Logan davon besser nie etwas erzählen. Einverstanden. Der Mann hat genug durchgemacht. Das stimmt. Und das würde ihm vermutlich mehr zusetzen, als in eine vermoderte Kapsel gesteckt zu werden. So, wir haben hier irgendwelche... Aber vermutlich nicht das, was wir suchen. Ich glaube nicht, dass es das ist. In der Truhe ist nichts. Hier ist etwas. Was denn? Dieser Notiz zufolge ist es einer von Lazarus-Aspekten. Okay. Ein was? Ohne ihn hätten sie Lazarus niemals wiederbeleben können. Den wahren Lazarus. Caudecos meinte es ernst, als er ihn einen falschen Gott nannte, nachdem er aufgetaucht war. Mhm. Wenn er ein Hochstapler ist, würde das erklären, wieso wir ihn sehen konnten. Aber wer sollte sich als Lazarus ausgeben? Jemand, der Zugang zu einem instabilen Blutstein wollte. Und eine Armee, die blind jeden Befehl befolgt. Täuschend, taktisch geschickt und mächtig. Nicht unbedingt die beste Kombination. Da gebe ich ihm recht. Ich werde seinen Vorstreiter Colden von der glänzenden Klinge schicken, um es prüfen zu lassen. So können wir sicher gehen, dass es nicht nur Propaganda ist. Und dann Marjorie. Wir sollten sie da rausholen. Oh ja. Ich werde ja dir eine Nachricht schicken, wenn ich mich auf dem Unsere Weg Unsere arme Marjorie ist da nun, noch. Wo auch immer ich hingehe. Also nichts mit der Drachenwacht? Leider stehe ich schon zu lange unter einem fremden Joch. Es ist an der Zeit, dass ich ein freier Silvari werde. Nun, in der Gilde zu sein bedeutet nicht... Aber ich verstehe schon. Danke für alles, Kanach. Ihr wart mir ein guter Freund. Das stimmt. Oh, jetzt weint nicht deswegen herum. Ich bin sicher, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Okay. Also einfach nur die Treppe hoch und direkt sich an Kanach halten. Der rennt wahrscheinlich da direkt schon. Auf jeden Fall haben wir das nächste Kapitel geschafft. Wir stehen jetzt vor dem fünften Kapitel Krisenherd. Und ich würde sagen, wir gehen raus aus diesem Kapitel und starten direkt die nächste Geschichte.
So, diesen Episodenspiel. Genau, jetzt sind wir Timmys Lieblingsprojekt. Dann erzähl mal. Vergesst es, ich kann nicht mehr warten. Meine Drachenmaschine ist fertig. Ich bin dabei, die letzten Tests zu fahren. Okay. Daher möchte ich höflich um die Ehre eurer Anwesenheit bitten, damit ihr euch von meinem überragenden Genie erstaunen und verblüffen lassen könnt. Bis bald. Die Timey ist so süß. Okay, reist nach Rata Novus. Okay, wir müssen einmal nach Rata Zoom und dürfen dann über das geheime Labor... Portal, Entschuldigung, zu Timey reisen. Und da bin ich mal gespannt, was sie uns zu zeigen hat. Das hat sich schon mal sehr, sehr vielversprechend angehört. Wo müssen wir denn hin? Dahinter, ne? Genau. So. Cass! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr hier auftaucht. Hallo, Kommandeur. Ich habe ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Was? Bevor ich eine Standpauke bekomme, ich habe Marjorie gesagt, dass es eine schlechte Idee sei. Marjorie kann für sich entscheiden. Wenn das jemand weiß. Eine Prise Vernunft, wie erfrischend. Ich habe euch vermisst. Jetzt zu dem Hühnchen, das ihr mit mir zu rupfen habt. Was hat sie denn? Ist meine Einladung für die Drachenwacht verschollen gegangen? Naja, da war die Blutsteinexplosion und Lazarus. Fadenscheinige Ausreden, aber ich bin dabei. Wenn ihr das ist schön. Natürlich. Habt ihr von Marjorie gehört? Nein, aber sie wird sich melden, wenn sie kann. Das tut sie immer. Warum glaubt ihr, hat sie sich ihm überhaupt angeschlossen? Wer weiß schon, was in ihrem hübschen Kopf vor sich geht. Sieht so aus, als wäre Timey gleich fertig. Vorsicht! Vorsicht! Sie bombt sich auf! Was? Sag dir doch, das ist eine Aufgabe für drei Asura. Sie hat sich losgerissen. Das wird eine Beerdigung für zwei Asura. Aufpassen! Die Drachendiener wurden freigesetzt. Sie sind alle frei. Oh, bei den Sternen. Ja, wer hat die denn freigelassen? Die können sich ja nicht einfach so... Golem steuert. Aber haben sie auf mich gehört? Nein, natürlich nicht. Ja, wir dürfen sie nicht zerstören. Oh, da hat sie aber ganz schön viele coole Tierchen geholt. Die kämpfen sogar gegeneinander. Was wollen wir denn mehr? So. Das ist der Kommandeur, Irmi. Tut mir leid. Meine Infokarten zu den Helden Tyrias habe ich gerade nicht zur Hand. Das ist ja auch nicht schlimm. Timey, erzähl mal. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne. Wie gefällt euch mein neues Spielzeug? Timey, das ist großartig, glaube ich. Wozu ist es gut? Ich werde besser nicht zu technisch. Also, die Maschine sorgt dafür, dass Drachen... Ich glaube, mit ein paar mehr Einzelheiten komme ich schon klar. Sehr schön. Also, diese Viertelzoll-Einheit dort ist ein Thermogulator. Thermog ist dabei der Wortstamm des Ausdrucks der Asura für... Nicht ganz so viele Details. Ah, in Ordnung. Ihr Betrieb geil. Ist abhängig vom Herzen von Omats Maschine. In Kombination mit meiner von meinem Assistenten Spencer unterstützten Spektrumsforschung wird mir das die Möglichkeit geben, die ewige Alchemie so zu beeinflussen, dass die einzigartigen Signaturen von Primordus und Jormak gemeinsam vernichtet werden. Dadurch wird ihnen ein Ende gesetzt. Will heißen, dass Drachen... bemerkenswert. Nicht wahr? Für das Experiment habe ich Diener der Drachen besorgt. Mit ihrer Hilfe werde ich herausfinden, ob ich es im kleinen Rahmen so durchführen kann. Ihr habt sie gerade erst getroffen. Wann werden wir einen tatsächlichen Einsatz erleben? Sobald es mir gelingt, diese anderen Asura zum Gehen zu bewegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was beim Start geschehen wird. Wahrscheinlich wird es funktionieren wie vorgesehen. Allerdings könnte hier auch alles in die Luft fliegen. Dann sorgen wir einmal dafür, dass das Gebiet hier sich leert. Nun, da gibt es ein kleines Problem. Welches? Welche nervigen Sack der Wissenschaft produzieren wir heute? Eines Tages werdet ihr zugeben, was für eine wertvolle Arbeit ich leiste. Ihr werdet schon sehen. Unwahrscheinlich. Dieses Ding sieht immer weniger aus wie ein Kühlerator und erinnert stattdessen immer mehr an eine Monstrosität, deren Schicksal es ist, eine herausragende Rolle in den Annalen gescheiterter Erfindungen zu spielen. Ratsmitglied Flant, ich versichere euch, dass meine Erfindung die Technologie der Elixierkühlung revolutionieren wird.
Wer will schon lauwarme Elixiere? Wenn ihr jetzt bitte zusammen mit euren Hofschranzen, Assistenten das Labor verlassen könntet. Damit ihr die Forschungserkenntnisse, die wir hier lassen, problemlos plündern könnt? Wohl kaum. Kommandeur, vielleicht könntet ihr das angesehene, nicht angesehene Ratsmitglied hier überzeugen, schlagen? Wir müssen mit ihm reden. Erledigt wohl Timis Drecksarbeit, was? Raus mit der Sprache. Die Drecksarbeit wird darin bestehen, eure Innereien von der Wand abzukratzen, wenn ihr jetzt nicht geht. Okay, das ist ziemlich aggressiv. Ich versuche nur, jemandem Befreundetem zu helfen. Solange solltet ihr mal ausprobieren, indem ihr einfach geht. Die Lage ist gefährlich. Bedenkt nur, Evakuierung ist die klügste Maßnahme. Wir nehmen das mit dem Herz. Eure dreisten Angriffe werden euch nichts bringen. Euer unterentwickeltes Talent zur Überredung stimmt mich traurig. Kein Wunder, dass ihr aus dem Pakt ausgeschlossen wurdet. Wir wurden nicht ausgeschlossen, du Depp. Okay. Wo müssen wir jetzt mit hin? Ich würde sagen, wir halten uns einfach mal an Timey. Wo geht sie hin? Und jetzt? Da ist Marjorie! Ihr habt es geschafft. Gerade so. Hallo, Cass. Mein Aufbruch ist nicht unbemerkt geblieben. Er ist sicher nur einige Minuten hinter mir. Lazarus? Der Dings. Oder wer auch immer kommt hierher? Was sollen wir... Wie bereiten wir uns vor? Mit der Maschine, oder? Habt ihr Informationen gesammelt, als ihr bei ihm wart? Jede Menge. Er stellt eine Armee aus Söldnern auf und lässt auf den Feuerinseln eine Basis errichten. Alles unter dem Deckmantel des Kampfes gegen die Drachen. Ich habe aber nichts, was auf eine Schwäche hindeutet. Außer vielleicht, es gab da einen Spiegel. Eine Art Handspiegel, den er stets bei sich trug. Ich wollte ihn mir genauer ansehen, aber er hat ihn nie aus den Augen gelassen. Vielleicht tarnt er sich ja mit Hilfe des Spiegels. Spiegel wurden schon oft bei Mesmer-Illusionen eingesetzt. Wenn wir die Illusion zerschmettern, wissen wir wenigstens, mit wem wir es zu tun haben. Das ist eine gute Magische Sache. Spiegel mögen ihre eigenen Reflexionen nicht. Sie wirken ihren Zaubern entgegen. Wenn wir ihnen ein paar von unseren verzauberten Spiegeln einfangen, würde das die Illusion vielleicht zerschmettern. Und wenn nicht? Dann kann er aus verschiedenen Winkeln dabei zusehen, wie er uns umbringt. Ausgerechnet jetzt legt ihr euch Humor zu? Das finde ich gut. Für die Aufnahme meines historischen Experiments habe ich Reflektorscheiben zur Ausleuchtung im Labor aufgestellt. Wir könnten sie als Spiegel nutzen. Ich will nicht verzaubern. Wenn die Illusion zerbricht, kann ich ihn mit Magie fesseln. Mhm. Kommandeur, ihr nehmt sie und platziert sie an den richtigen Stellen. Dort, dort und dort. Wir versuchen, diese Leute hier rauszuschaffen. Okay, was bedeutet dort? Ah, da sind die Spiegel. Wie geht's euch denn so? Okay. Ich höre, ihr habt den ganzen Spaß in Götterfels verpasst. Die Gräfin ließ mich Verhöre beobachten. Minister und Leute vom Weißen Mantel. Lügen aufdecken. Lazarus Lager also. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Wir haben Freundschaftsbändchen gebastelt. Okay, hier haben wir einen Spiegel. Ah, oben ist der andere. Oder... Also gut, ich habe nichts Bestimmtes gesucht. Ich wollte nur... Fragt das nächste Mal lieber eure Freundin, bevor ihr euch entschließt, die Höhle des Löwen zu betreten. Der Kommandeur wollte mich ebenfalls aufhalten. Das hat nicht so gut geklappt. Es geht nicht darum, was ihr dürft. Ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Ihr seid aber auch Teil eines Teams. Die Drachenwacht ist da immer haben wir ohne noch mich einen ausgekommen. Spiegelplatz. Wo ist das andere Teil da hinten? Vielleicht wäre ich mit euch mitgekommen. Vielleicht nicht. Ich hatte jedoch nur können wir da über die Steine irgendwie langklettern? Aber eine Gelegenheit wie diese, da sagt man nicht einfach, wartet kurz und schreibt dann einen Brief. Timey hat Kommunikatoren. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin trotzdem froh, dass ihr zurück seid. Ich auch. Also der Spiegel war ein bisschen kniffliger, aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn endlich. So, wo muss der hin? Da haben wir einen Spiegel. Ah, da vorne ist der Spiegel. Okay. Timey, fertig. Was jetzt? Ja, was jetzt? Nachwuchs, was hat eure defekte Maschine mit dem Portal angestellt? Es ist kaputt!
Das ist nicht meine... Was meint ihr? Funktioniert das Portal nicht? Spreche ich undeutlich? Wir können hier nicht weg, selbst wenn wir es wollten. Er hat uns hier eingesperrt. Wir müssen diese Leute in Sicherheit bringen, Timmy. Und es gibt keinen anderen Weg nach Dra... Meint ihr das ernst? Ihr meint es ernst, aber... Oh, gut, öffnet es. Hier ist ein verstecktes Pult. Das Passwort ist der Name unserer neuen Drachenfreundin. Unserer neuen Drachenfreundin? Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Willkommen beim automatisierten Hausmeistersystem von Rata Novus. Bitte wählt einen Befehl aus. Timmys Lieblings-Quaggans-Zeichen, Hausmeister- und Feuergolem-Status-Anfragen auf Lieblings-Quaggans-Anzeichen zu. Bitte bestätigt, dass ihr an langweiligen Quaggan interessiert seid. Weiter, acht unsicher. Aurine. Meine Güte, was geht hier vor? Hier ist ein komplettes Labor mit intaktem Portal. Hier hindurch, Leute. Lasst eure Blicke unterwegs nicht zu sehr abschweifen. Nachwuchs! Ich bin genauso überrascht wie ihr. Wer hätte gedacht, dass der Kommandeur ein geheimes Labor hat? Jetzt schiebt sie die Schuld auf uns, aber okay. Es droht Lebensgefahr. Ihr müsst gehen. Da kommt ein Mossad oder auch keiner. Na klar, sicher erzählt ihr jetzt die Wahrheit. Ich bleibe hier. Alle bleiben hier. Das ist mein Ernst. Pfoten weg, Windel. Oh, da seid ihr ja. Wo ist er? Ah, da oben. Mittlerweile habe ich mich an eure höchst angenehme Gesellschaft gewöhnt. Eigentlich würde mir ein bisschen Bewegung nicht schaden. Na los, Leute. So ein Feigling. So ein Feigling. Der Erste, der rumschreit, rummeckert und mach das, aber der Erste, der sich verpieselt. So, wir müssen mit ihm reden, okay. Lazarus, ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Ich schlage vor, ihr geht. Meine Freunde und ich sind doch gerade erst angekommen. Durch ein Portal, das noch vor einigen Augenblicken niemanden rausgelassen hat. Hier gibt es eine Maschine, habe ich gehört. Eine Maschine, die zwei Altdrachen auf einen Streich erledigen könnte. Ich musste sie einfach mit eigenen Augen sehen. Außerdem war ich etwas enttäuscht, dass ihr mir nicht von ihr erzählt habt. Im Namen der Kameradschaft und der strategischen Koordination. Ihr habt recht. Tut euch keinen Zwang an. Sie ist dort drüben. Was denn, Timmy? Schau, da ist sie. Was ist das? Ich weiß, dass ihr ein Stapler seid. Gebt euch zu erkennen. Narren! Zerstört die Spiegel! Oh mein Gott, okay. Lazarus' Illusionen haben unsere Spiegel zerbrochen. Ja. Viele, viele Jahre. Zustand wird besser. Und ich werde die Reparaturdrohnen machen. Okay. Er kann ihn erst einsperren, wenn die Illusion vollständig zerbrochen ist. Er muss sich in allen drei Spiegeln reflektieren. Ich habe eine verrückte Idee. Schauen wir doch einmal, wie es ihm gefällt, wenn ihm Dina auf den Fersen sitzt. Das machen wir jetzt mal kaputt, das Riesenteil da. Los. Was ist das hier? Dürfen wir die rauslassen? Dürfen wir die nicht rauslassen? Das sind überall so Steuerpulte. Okay, verteidigt die Drohnen. Geh weg, du Blöder. Lass dieses Ding in Ruhe. So mache ich das. Okay. Können wir das auch aufmachen? Ich würde die jetzt einfach mal alle aufmachen, wenn ich ehrlich bin.
Die müssen wir noch kaputt machen. Auf jeden Fall ist der Typ ein Messmer, der sich dahinter versteckt. Ups, okay. Brauche Unterstützung. Okay, zwei von dreien sind scheint's. Der rennt mir auf jeden Fall die ganze Zeit hinterher. Okay, der geht scheint irgendwo anders jetzt. Oha, jetzt hat er mich einfach umgebracht. Okay. Zwei von dreien sind es immer noch. Komm mit, los. Andere Richtung, lass den in Ruhe. Los, lass den da schön in Ruhe. Okay. Fertig. Okay. Los, komm. Los, los, noch ein Stück. Na, komm zurück. Los jetzt. Oh mein Gott. Hier, 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 hier. Komm, noch ein Stück. Komm. Komm, komm. Oh, okay. Geh weg von der Maschine! Oh nein, oh mein Gott. Was ist jetzt? Passt auf, wer da ist. Achtung. Die Illusion ist zerbrochen. Jetzt kann ich... Balthasar! Oh mein Gott. Ich werde mir diese Maschine holen. Er ist einer der sechs. Aufgeladen. Und ihr werdet brennen. Mit euch fange ich Flattery. An, mein lästiger Schatten. Nein! Wo ist Cass? Seht zu, dass niemand überlebt. Das hier ermüdet mich und die Drachen rufen. Ah, hier hinten. Holt Hilfe für Marjorie. Ich halte sie auf, solange ich kann. Geht klar, aber es sind so viele. Ja, das... Vielleicht ist es Zeit zum Rückzug. Solange Flanke kämpft, zieht hier keine zurück. Oh mein Gott. Aufgeladen. Lauter Portale. Oh mein Gott. Ja, dann soll er es allein schützen. An die vorderen Reihen. Schärft meinen Experimentaufbau mit euren Körpern ab. Opfert euch für das höhere Wissen. Opfert euch für das höhere Wissen. Und er versteckt sich irgendwo. 100 Pro. So wie er nun mal halt ist. Okay, unser Balken steigt, aber ich denke, wir müssen nicht komplett alles machen. Wir müssen auch hier irgendeinen Erfolg repariert. Drei defekte Sprinkler. Keine Ahnung, was das ist. Diese Sprinkler, das sagt mir jetzt nichts. Oh mein Gott. Was ein Gemetzel. Was ein Gemetzel. Wo haben wir noch welche? Sind die nur da an der Treppe? Waren alle? Okay. Haben wir es geschafft? Nice. So. Jetzt müssen wir wieder nach vorne. Oh, Marjorie. Jory, geht es dir gut? Dieser Mensch ist in einem stabilen Zustand. Sie wird überleben, denke ich. Okay. Tut mir leid. Ich konnte nicht. Es war Balthasar. Der Gott. Ihr...
Eine Pulsspitze. Die Situation löst Stress bei diesem Menschen aus. Bitte alle raus. Los. Die Sanitäter werden sich um sie kümmern. Sie muss vermutlich nur... Vielleicht gehen wir für einen Moment hier rüber. Wo ist Timmy denn überhaupt? Ach, da hinten. Ich habe gezögert. Kann das wirklich Balthasar sein? Er ist es. Er hat das Lügen aufgegeben. Und sein Spiegel. Er war besonders. Lyssa selbst hatte ihn verzaubert. Und jetzt hat er meine Maschine. Was treiben eure Götter denn bloß, Kashmir? Zu welchem Zweck? Das wissen wir nicht, aber wir können es nicht zulassen. Wir müssen ihn aufhalten. Es tut mir leid. Ich kann das nicht. Es tut mir leid, Kommandeur. Ach, guck mal, da oben ist so eine Sprinkleranlage. Ich liebe sie. Wie kommen wir denn da hin? Auf Wiedersehen. Das ist Wahnsinn. Ihr habt euch also für den Kampf gegen einen Gott entschieden. Den Gott des Krieges. Danke, Timmy. Was meint ihr? Was sollen wir jetzt tun? Die Täuschung. Die Lügen. Notfallsprinkler. Okay. Gott hin oder her. Mein Instinkt sagt mir, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Marjorie hat eine Basis auf den Feuerinseln erwähnt. Wenn er die Kraft eines Drachen abzapfen will, dann ist das der richtige Ort. Mitten auf Primordus. Wenn ich mich recht erinnere, ist er auch der Gott des Feuers. Also Primordus vor Jormak. Dann werde ich dort anfangen. Primordus vor Jormak. Okay. Das sollte zur Flandabwehr reichen. Ich werde euch jemanden senden, der euch bei der Suche behilflich sein wird. Macht euch auf den Weg nach Ratasum. Ich sorge dafür, dass ihr von dort zu den Inseln gelangt. Während ihr das erledigt, reparieren. Werde ich den Integrationsraum einschließen und eine neue Theorie testen, der ich nach. Den ersten haben wir. Und Flant ausweichen. Hier ist der zweite. Natürlich. Passt auf euch auf, Kommandeur. Wir begeben uns auf unbekanntes Terrain. Oh mein Gott, war eine Wäsche runtergeflogen. Okay. Also am besten von da, wo das Portal ist, raus. Da einfach in die Mitte zu dem Luftaufwind springen. Nein, jetzt habe ich es nicht hingekriegt. Mano. Okay, noch einmal. Und dann kann man sich den einen diesen Erfolgsding noch holen. Aber wir brauchen ein bisschen Höhe. Deshalb... Ah, wir können auch noch ein Stück höher, oder? Wir brauchen auf jeden Fall gut Höhe, damit wir da rüberkommen. So, okay. Das schaut doch schon mal gut aus. Ja, jetzt kriegen wir den dritten. Okay, also von der Mitte, wie man gesehen hat, hin und zwei Erfolgspunkte. Nice. Kehrt zur Hafenbehörde von Ratasum, und um eure Transportmittel zu finden. Okay. Heißt, wir dürfen raus. Und wo wäre das jetzt? Ah, hier unten. Okay. Wir gucken jetzt noch, wo wir hinkommen. Ich glaube, wir kommen auf eine neue Karte. Moment, wir gucken mal gerade was. Ich habe ja den Foliant. Also, wir haben Blutsteinsumpf, Glutbruch, Bitterfrostkerzen, Dorixi. Wir haben noch Draconis Moons. Und die Zaubersängerländle haben wir noch als Kartengebiete. Und vielleicht kommen wir mit dem Kriegsmeister Eisenhunger euer dorthin. Euer Gefährt wartet, Kommandeur. Es geht zu den Feuerringinseln. Oh. Timys Wissenschaftler und seine Ausrüstung sind schon vor euch angekommen. Ihr dürft an Bord gehen. Okay. An welches? Wo? An das da? Wir fahren mit dem U-Boot. Einsteigen. Wie cool. Guckt mal, es geht los. Ist das nicht cool? Ich finde es mega cool gemacht. Kommen wir jetzt schon auf eine neue Insel? Ich glaube. Oh ja, Draconismus. Wir haben eine neue Karte. Nice. Und die ist super cool, die Karte. Dieses Wasser ist hochgiftig. Ich meine, mit dem Rochen kann man dadurch, wenn man es mit Beherrschungspunkte gelevelt hat. Ja, willkommen auf einer neuen Karte. Ich würde sagen, wir quatschen hier nochmal ganz kurz. Wir scheinen in einer Höhle zu sein, die während eines Vulkanausbruchs von Gasen gebildet wurde. Sie hat ein faszinierendes Biom.
Ja, genau. Wir sind zum Eingang hinab und im Inneren aufgetaucht. Nicht schlecht. Ich habe ein paar Späher losgeschickt, die sich mit der Gegend vertraut machen und einen Verteidigungsring errichten sollen. Perfekt. In diesem Nebel findet man sich ja kaum zurecht. Gut, dass Timis Aufspürer auf das Gerät angesetzt ist. Wir sind an der richtigen Stelle. Balthasar ist eindeutig mit Timis Maschine hier vorbeigekommen und den Hügel hinaufgegangen. Okay. Was? Was passiert hier? Hilfe! Es hat mich! Oh. Achtung, zu den Waffen. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier vorne direkt einen Händler, wo ihr euch, falls ihr das noch nicht habt, einmal wieder die Portalschriftrolle holen könnt und den Foyant und könnt dann hier immer wieder kostenlos herporten. Ich finde es mega cool, wir haben eine neue Karte. Ich glaube... Was? Habt ihr das gehört? Was denn? Nein, definitiv nicht. Es sei denn, ihr habt es auch gehört. Was haben wir gehört? Ich habe nicht kurz aufgepasst, sorry. Ich werde auf den Hügel steigen. Sicher den Strand. Mhm. Ah, hei, hei. Okay, als nächstes müssen wir weiter den Hügel hinauf. Ich würde sagen, wir erkunden vielleicht als nächstes die Karte. Denn die Karte, die hat wieder nur drei Wegmarken und die sind ein bisschen verteilt auf den Ebenen, weil wir haben wie so eine Spirale, die nach oben geht als Weg, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir erkunden Karte ein bisschen. Was wir aber jetzt schon machen, wir gucken uns mal das Panorama an, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen. Aber erst würde ich sagen, wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Sag danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Würde mich sehr über einen Like oder einen Kommentar freuen. Und wenn du neu bist, wie immer, dann darfst du gerne den Abo-Button klicken. Unterstützt mich zugleich und ich kann dich in der Community willkommen heißen. Dann hab noch einen wunderschönen Tag. Und hier haben wir schon das erste Panorama von Draconis Moons. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.